Hallo und herzlich willkommen. Hier ist weitere Folge hier bei Alles 19 irgendwo in Thüringen 2 Version 3.0. Ja, wir werden jetzt so langsam anfangen, unsere Felder alle nach und nach zu pflügen. Pflügen ist jetzt überall notwendig, aufgrund der Tatsache, dass wir neu gestartet haben. Das machen wir kurz ausmachen. Den roten Pfeil. Das muss ich nicht haben. Ja, Cosplay. Weiß ich gar nicht jetzt, ob wir sie drauf haben. Ich glaube eher nicht. Ist auch egal, wir werden pflügen, wenn wir nicht speichern. Das ist nicht so wichtig. Weil das ist nebensächlich. Neuen Flug kaufen. Der Fendt ist ziemlich schnell. Und der andere ist im anderen Hof. Gut. Bin ich in der Zwickmühle, ne? Weil dann können nämlich die gut flügen hier, die. Und dann kann ich mit dem Fan die nächsten Flüge dann kaufen und holen, ne? Den Gruppe hier gekauft gehabt wegen der Aussaat von Mais. Weil die Originalmaschinen nicht das können. Direktsaat. So, wir fahren jetzt erstmal so. Reparaturpunkt sei schon. Feld 60. Reparatur. Gucken wir gleich bei Kühe nach, ob da viel dann fast mit dem Futter. Ja, anscheinend nicht, ne? Anscheinend ist das so. Heu haben wir noch nicht, beziehungsweise am globalen Markt. Frustration ist wichtig, andere ist nicht so wichtig. Wasser haben sie auch. Da muss ich mal bei Gelegenheit die Kühe da unten umstallen, ne? Also kommen nach oben. Die Bullen muss ich separat bringen irgendwie. Tja. Dann müssten wir die 38er Verband flügen, das wäre besser, ne? Der Neuholland können wir auch nehmen dafür. Ich habe noch einen zweiten Case, ne? Und dann werden wir gleich mit dem zweiten, mit dem Fendt, den anderen nächsten Flug holen. Wir kaufen uns ein. Da wir alle Felder flügen müssen, da müssen wir ein bisschen Power Game hier. So. Heißt, wir gehen mal ganz kurz im Kaufmenü und wir kaufen hier mal Flug, und zwar einen guten Flug, den großen Anhänger. Bin jetzt blind, Dünge, Einzelkorn. Ah, hier. Das muss Dings rein hier von Castor. Genau. Da war ja so ein Ding mit dabei gewesen. Ist aber schön groß. 15.000 und der hat Breite von 9 Meter. Ach, bestimmt. Ah, ich weiß. Und das entsprechend. Na ja, gut, okay. Aber Mais Plus ist mir immer nicht so nicht ganz um die Liste, sondern eher die Dinger sind auch nicht schlecht. 6 Meter und die haben 10. Na gut, damit das hier, ne? Ja, gut. Den kaufen wir. 550 PS braucht er. Mal sehen, ob der eine für ausreicht. Kann sein, dass nicht reicht. Und der hat nicht so viel. So, Fendt, wo bist du? Der Fendt ist in der Nähe, deswegen. Der müsste so viel haben. Da guckt man gleich mal nach. Garage.
Der hat 600 PS, der steht da drüben an der Stahl. 400 PS, 50. Die werden reichen müssen. Wir holen mal den Flug her. Und wenn das wirklich nicht gehen würde, müssen wir halt umdisponieren, ne? Ja, die muss ich alle irgendwie jetzt unterbringen, ne? Auf dem Hof. Das andere Case ist gerade. Passt. Wenn man global mag, ne, so abgeholt, das holen wir gleich einen Überladewagen. Da bin ich gar nicht mal so. So. Ne? Logischerweise, ne? Oh, schöne Silo. Schön voll gewesen. Das haben wir uns ja gequält. Lief aber ganz gut, ne? Acker her, die Ernte, das war ganz gut. Jetzt könnten wir uns wieder wahrscheinlich wieder Mais anpflanzen. Entschuldigung. Na, ich weiß noch nicht genau. Ich weiß nur, dass ich keinen Stroh brauche. Also Weizen und Getreide. Ja, nö, müsste ich auch nicht unbedingt haben. Und selbst Zwiebel und so, dass. Na, ob es im globalen Markt natürlich steht, muss man dazu sagen, Zwiebel ist nicht gleich Zwiebel, ne? Das muss ja passen. Also zum, ne, wenn das da die andere Fruchtsorte ist und das passt nicht, dann hast du ein Problem, das geht halt nicht. Das reicht schon aus, wenn da Groß- und Kleinschreibung, einen anderen Buchstaben oder so. Ein Ü oder ein EU oder so, ne? Und schon hast du Unterschiede. Also das geht nicht. Kann ich mir nicht, ist mir ein Risiko zu groß. Also erstmal sehen, dass wir hier immer den Flug holen. Dann fliegen wir erstmal fleißig. Ein Feld, dann noch ein Feld. Wahrscheinlich mal noch zwei Flüge holen. Mal sehen. Kann man Holland ja ein bisschen arbeiten, dann können wir umrüsten auf zwei doppelte Reifung. Hier gibt viel zu sehen hier, denke ich mal. Diese Kühe, so wenig Futter brauchen, wundern wir auch. Na, ich denke mal, das wird für 10 Kühe ausgelegt sein, die drin waren. Und aber das ist trotzdem ein Unterschied. Der eine hat ja 3000 und der andere hat 13.000. Wer weiß, was das ist. Jetzt fahre ich hier mal rein, interessiert mich doch, ne? Was ist das hier eigentlich? Produktion. Ah, hier, ich glaube. Laut Karte. Das Hof 3. Fabrik von was? Hofsilo. Tierfutterfabrik. Also hier könnten wir theoretisch Tierfutter herstellen. Dann brauchen wir keine Produktion bauen. Für Tierfutter brauchen wir aber Stroh. Haben wir. Silage haben wir noch nicht genug. Aber da könnten wir eine Wiese anlegen, ne? Und Silageballen machen, das wäre der einfachste Weg erstmal. Denn Mais dauert ja sehr lange. Bis zum Herbst. Auch wenn ich ein bisschen Silage auf dem Marsch noch habe, wäre doch besser. Oder ich kaufe noch einen zweiten Fan dazu, dann ist das auch gut. So. Schau mal. Schauen wir, das fällt 60 an. Nee, Quatsch. 38. Und dann nehmen wir weiter. Wir können auch die neuen Fruchtsorten probieren, ne? Klee und so, ne? Wir könnten eigentlich auf die Geschwindigkeit
5 gehen. Das können wir machen. Man müsste nur irgendwie ein Lager aufrichten, oder na, das Lager ist. Ja, man könnte das machen, ne? Dass er outreif die Kurse ins Lager fährt, und zwar ins andere Lager, da wo das Futter reinkommt. Das wäre eine Option. Ja, jedes Mal zum globalen Markt fahren, sich ein Futter holen, ist ja auch ein bisschen aufwendig. Denn sobald sie 3-4 Hänger brauchen, ne, ist schon schwierig, ne? Das ist zeitaufwendig, ne? Wo die im Prinzip nachher auch mit automatischer Fütterung versorgt werden können. Muss ich mir überlegen, was Sinn macht, ne? Zeitlich gesehen. Schwierig, schwierig. Aber wenn es weit ist, gibt es eine Lösung. Ich glaube, hier werde ich wieder Gras ansehen. Das haben wir jetzt Oktober. Ich glaube, der DLC kommt im November raus, ne? Geht um die neuen Ballenpressen. Die sind nämlich von Pöttinger. Die haben die Eigenschaft, die Ballen auf die Seite zu legen. Das ist ja ein Vorteil für hügelige Landschaften oder so. Ausgelegt für die alpine Region, ne? So, der Flug ist da, den hängen wir jetzt aus. Dann holen wir einen anderen Traktor, dann muss der mit ein bisschen weniger PS auch zurechtkommen. Hier ist eine Pferdekoppel links, dann kann man sich Pferde kaufen. Die Not. Aber Pferde, nö. So. Den Traktor stellen wir erstmal hier links rein. Die vielen Gerätschaften weiß ich noch gar nicht. Weil das ist mir doch ein bisschen, ich weiß nicht wo. Die Hallen aufbauen, mal sehen, wie das machen kann. Ja, findet sich schon Platz, ne? So nach und nach. Spätestens dann, wenn ich geflügen will. So. Könnt ihr mir hier vorstellen, ein bisschen zu planieren, aber das ist wieder so extremer Eingriff, ne? Den Anhänger, den muss ich auch irgendwo hinstellen. Dass sie irgendwo, wo sie erstmal nicht stören, ne? Hier mache ich das Futter, hier könnte ich ein paar reinstellen, das könnte ich machen, ja, das wird gehen. Erstmal. Hier kommt die Milch sicherlich raus. Das ist vielleicht ganz gut für den Verkauf, ne? Ein bisschen einfacher zu fahren. Und meine Anstalt ging auch. Mit einem Kleinanhänger, ne? So. Traktor 4,1, das geht. Und dachte ich schon mit Season, dass gleich wieder Probleme gibt oder alles auf sehr kaputt macht. Aber gut, das mal hat er auf gut gehalten. Oh, oh, oh. Keiner gesehen, ne? Da schmeißt er da Klappe auch auf die Seite.
Ja, Folge 4. Wahnsinn. Hat doch ein bisschen mehr Zeit gekostet, das entsprechend herzurichten, als ich dachte. Ich meine, die Fahrzeuge war ja gleich erledigt. Das war ja schnell. Auch die das Geld war auch ein Klacks, in Anführungszeichen. Ne? Was schwierig war, waren die Kühe. Weil ich ja in zwei Stelle gemacht habe. Mensch, einmal hatte ich nur die Bullen da gehabt, 85, Mensch. Nicht nur mit 85 Tieren starten, ist blöd. Gerade die Bullen, es war nett, aber ärgerlich, ne? So, wir starten jetzt durch, und zwar mit Kursplay. So, beginnen wir mit dem ersten Fahrzeug. Und zwar haben wir das gespeichert? Oh ja, das ist mal nicht schlecht. Das ist gut. Wo Flügen ja so nicht dabei ist, ne? Also von daher Kursgenerierung, Flügen, das ist irgendwie eine andere Textur, ich weiß auch nicht. Zwei Fahrzeuge, Vorgewende beim Flügen, da kann man ruhig ein bisschen mehr geben. Fünf Stück, macht zusammen 10, müsste funktionieren. Hier gehen wir auf 10%, also die Ecken nicht so ganz so extrem ist. So. Beginnen Feld rein. Generiere Feldkurs. Muss ein bisschen berechnen. Dauert etwas. Gut, da wird er oben anfangen. Zurück. Rechts, du bist der Linke. Und kein Versatz. Das ist auch wichtig. Und wir werden den Kurs speichern. Der braucht nämlich länger als die nächsten drei Folgen. So. Speichern. Flügen. Feld 2. 2. Traktoren. Aha. 10,5 Meter. Ja, das wird passen. So. Den zweiten gleich kopieren oder laden, ist egal. Du bist dann rechts. Oh, der Lack geht schon ab hier. Traktor 4,3, das geht. Also ist der andere ja sowieso. So, hier. Flügen, das ist ja genau der richtige Kurs. Und du bist dann rechts und du gehst aber auch kein Versatz ein. Grunde immer auf Null machen, das ist das Beste normalerweise. So. Verband aktiviert. Das gleiche kontrollieren wir hier auch. Hier könnt ihr ein bisschen Batur brauchen, ne? Verband aktiviert. Okay. Den ersten Wegpunkt und ab geht's. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sage ich mal tschüss, ciao, ciao. Ja, hier geht es gleich weiter mit Flügen und, naja, ne, ihr wisst ja, ne? Jo, weiter an Arbeit, ne? Winke, winke, ciao, ciao, bis dann, ne? Und tschüss. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen und liken und abonnieren. Tschüss.